Heute kümmern wir uns mal um die Frage, ob man eine CRF 250L auch tatsächlich richtig reisetauglich machen kann und wenn ja, wie. Hello, hello. Also Leute, was ganz Fantastisches passiert heute. Wer mich nicht kennt, ich bin der Sebo und das ist die Frieda, eine Honda CRF 250L, Baujahr 2013, dementsprechend Modell MD38. Intro, Intro, Intro. Review, Review, Review. Intro, Intro, Intro. Ach Mai, was ist schön. Mai, was ist... Also... Dieses Prachtexemplar, diese Frieda, hat jetzt drauf 32.000 Eppeskilometer und ich bin mit ihr losgefahren mit 15.000 Kilometern. Losgefahren. Warum macht er eigentlich so ein komisches Review? Ja, warum nimmt er sich's raus? Und ich habe lange gewartet, bis ich das gemacht habe, das Review, um mir überhaupt eine Meinung bilden zu können. Im Mai 2022 sind wir beide losgefahren aus Deutschland Richtung Italien und Griechenland und waren bis in die Türkei reingefahren. Wir sind über den Balkan zurück, über Italien, Frankreich und befinden uns jetzt in Schapananien. Und weiter geht's in Richtung Marokko. So, 17.000 Kilometer, Frieda und ich. Und wie gesagt, ich glaube, ich kann mir jetzt eine Meinung von Frieda bilden. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was zu Frieda, was ich getan habe, grundsätzlich beim Umbau, was meine Gedanken vielleicht noch dazu sind. Die ersten zwei Videos meines Kanals sind Frieda und Umbau und Umrüstung. Wenn ihr Lust und Interesse habt, schaut euch die doch mal an. Und ich verstecke mich hier ein bisschen vor dem Wind, es ist nämlich schwindig hier. Also, wir gehen jetzt gleich wieder zu Frieda, die wartet da hinten schon. Und wir fangen vorne an und ich arbeite mich dann nach hinten durch. Ich werde auch mal rechts und links ein bisschen springen, aber um euch einfach eine grobe Idee zu geben, was ich alles verändert habe und was ich für wichtig erachte. Ganz vorne haben wir das. Das ist eine Schlaufe. Braucht man die? Ich brauchte sie noch nicht. Es ist eine Schlaufe, um Frieda rauszuziehen aus vielleicht einem Matschloch oder sonst was. Grundsätzlich, der Vorbesitzer hatte so ein paar Sachen geändert. Die habe ich alle wieder zurückgeändert. Das heißt, es waren sportliche kleine Blinker drauf, so Kellermänner. Alles wieder zurückgebaut. Auch das Rücklicht war geändert, alles wieder zurückgebaut. Alles original. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Problem habe, kriege ich eher originale Satzteile, die ich installieren kann. Ein Punkt. Zweitens, große Blinker sind zwar nicht so schön, im Auge des Betrachters, aber man sieht mich halt einfach besser. Rücklicht, großes Rücklicht, sieht nicht so schön aus wie das coole LED-Rücklicht, aber man sieht mich halt einfach besser. Gut, vordere Federgabel. Vordere Federgabel, grundsätzlich Federung von der CRF ist Mist. Punkt, Full Stop. Vordere Federgabel ist eine härtere Wilbers-Feder drin und beim Wechsel der Feder, das habe ich nicht selbst gemacht, das habe ich machen lassen, hat die Werkstatt ein bisschen was mehr Öl eingefüllt in die Gabel. Die haben gesagt, das geht und das ist gut so und ich muss sagen, es war auch gut so, also macht das doch auch mal. I don't know. Sag mir mal, ob das cool ist, ob man da mehr Öl reinmacht oder ob das Wahnsinn war vom Frank aus meiner Werkstatt, wobei Frank eigentlich ein Spitzenmann ist. Naja, Federgabel vorne, eine festere Feder rein. Federung hinten, ich spring schon, ihr merkt es, ist ein Federelement drin, Wilbers 640. Ja und ja und ja, auf jeden Fall eine andere Federung hinten rein. Muss nicht Wilbers sein, aber irgendwas anderes definitiv. Ich habe die Business-Sparversion genommen, ärgert mich ein bisschen im Nachhinein, aber ich habe Zug- und Druckstufe kann ich nicht verändern. Ich kann nur die Härte verändern. Und das war's, glaube ich, wenn ich mich da so recht entsinne. Beim nächsten Mal würde ich noch die 200 Euro oder was mehr ausgeben, um noch da ein bisschen was Einstellungen machen zu können. Denn das Fahrverhalten ist natürlich hochgradig entscheidend. Vorne Lenker, Bremsschläuche, sind vorne und hinten Flexfit-Bremsschläuche, ja, auf jeden Fall machen. Es gab mal die Situation mit normalen Bremsschläuchen, die haben gekocht und dann gab es einfach keine Bremsleistung mehr. Lenker, ja, breiterer Lenker, aber nicht höherer Lenker. Ich hatte mir zunächst einen breiteren, höheren gekauft und noch die Höherlegungssätze. Das war dann zu hoch, dann hat es hier mit den beiden Zügen nicht mehr funktioniert. Das heißt, breiterer Lenker, nicht höherer Lenker. Und eine Lenker-Höherlegungssatz. German. Ah, crazy. Lenker-Höherlegungssatz in der höchsten Stufe installiert. Ja, definitiv passt. Ist ganz wichtig, meiner Meinung nach. Kettenöler. Ja, das war eine
langwierige Entscheidung, denn die Kette möchte sehr, sehr gerne geölt werden, besonders wenn man sie staubt, durchdrückt und bös behandelt den ganzen Tag. Muss man sie in irgendeiner Art und Weise ölen. Kettenspray und Kettenreiniger dabei zu haben, war für mich keine Option. Das ist sehr viel Volumen, das ich dabei haben müsste. Wenn es leer ist, muss ich es wieder neu kaufen. Keine Option. Und das Kettenspray, was man so von zu Hause kennt, da klebt alles dran fest. Ich müsste es sehr oft reinigen und es wäre völliger Mess geworden. Und naja, Kettenöle. Es ist die nicht elektronische oder Vakuum-Variante oder was es da alles gibt. Es ist die einfache, wo man einfach runterdreht. Ich glaube, das Ding heißt Cobra oder sowas, wenn man das per Marke kauft. Der ist vom AliExpress für 20 Euro. Sieht genauso aus wie der originale. Macht auch seinen Dienst soweit. Was sehr wichtig ist, meines Erachtens, sind hier sehr stabile Crashbars. Sehr stabil. Schutz ist für mich ganz wichtig, denn Schutz alleine auf der Strecke ist entscheidend. Deswegen habe ich mir alles von dem Hersteller R&G gekauft, was man sich so kaufen kann, und ich würde sagen, es hat sich auch gelohnt. Wir haben hier einmal diese Cases, absolutes Ja. Das hier, auch ein absolutes Ja. Und dann noch ein bisschen weiter hinter. An der Achse. Auch ja, auch ein ganz klares Ja. Dann geht's weiter. Wir haben das hier. 100%iges Ja. Und wenn man sogar noch schweißen könnte oder noch was Breiteres bekommt, breiter ist in dem Fall besser. Wir haben andere Fußrasten drauf, die ein bisschen was besseres Gripvermögen haben. Auch breiter sind, das heißt angenehmer am Stehen zu fahren. Schalt- und Bremshebel sind auch von dem Hersteller oder auch so abklappbare Dinger, ich weiß nicht, ob es der gleiche Hersteller ist. Und jetzt Trick 17 will anschleichen. Der Schalthebel, da hat Honda Geld gespart, die Pfeifen. Da geht eine Schraube durch, um ihn zu sichern. Die ist nicht gegengekonnt, die ist zu kurz. Was habe ich gemacht? Längere Schraube. Und oben gegen gekontert, es ist so windig. Ich hoffe, das wird das mit dem Sound. Oh Mann, ey. Wenn ich hier einmal hochschaue, die wahrscheinlich eine der wichtigsten Sachen, die ich gemacht habe. Größerer Tank, 12,5 Liter SMS. Ich habe einen Schutz vor dem Bremszylinder. Hier ist so eine andere, andersfarbige Kappe drauf. Die ist aber auch irrelevant, die ist völlig egal. Allerdings hier ist auch eine andere drauf. Und da habe ich festere, größere Schrauben reingemacht, weil die Originalen, das sind ja so kleine Fimmel-Imbusse. Machst du dir sofort rund und das brauchst du auch nicht auf der Reise. Ansonsten gab es noch die Überlegung bezüglich anderer Spiegel. Und da gibt es so abklappbare, da hatte ich mal auf meiner Huserberg drauf gehabt, so abklappbare, die haben gewackelt wie Schweine, die waren Mist, so Billigdinger. Dann gibt es so ganz abgefahrene, die haben, ich blende den Namen irgendwo hier ein, die kosten auch 150 Euro für zwei Spiegel und nein. Und zu allerletzt, das habe ich fast vergessen, Heizgriffe, oh si senor. Auf jeden Fall, ich habe sie bis jetzt sehr wenig gebraucht oder sehr selten gebraucht. Es war die ganze Zeit eigentlich eher schweineheiß gewesen auf der Tour. Allerdings, als es in Bulgarien ein bisschen frischer war oder auch in Italien und allgemein, als es geregnet hat, Heizgriffe anmachen und wohlfühlen. Sollte euch jetzt dieses hoffentlich nicht so ausschweifende Video gefallen haben, dann lasst mir doch mal ein Like da. Abonniert den ganzen Kram auch sehr gerne, da gibt es nämlich noch mehr Videos. Und wenn ihr mich das erste Mal gesehen habt, dann schaut euch doch mal ein bisschen durch. Ich habe da schon so ein paar Videos gedreht und freue mich immer auf Kommentare. Und das ist mein Hobby, Videos drehen und andere Leute daran teilhaben zu lassen. In dem Sinne, hasta luego, amigos.